Höher, schneller, weiter. Begriffe, die für diese Sportart wie gemacht sind. Skispringen, eine Disziplin, wo Material und Mensch eins werden, um den vielleicht größten Traum der Menschheit für wenige Sekunden wahr werden zu lassen. Das Geniale an dem Sport ist dieses Fliegenwollen. Eigentlich der Traum der Menschheit, sich in der Luft zu bewegen, der wird hier wahr. Und das ist die Faszination Skispringen. Einfach sich in der Luft zu bewegen, frei zu sein und fliegen zu können. Bei der Sprungschanze in Füssen Bad Faulenbach handelt es sich um eine 20 Meter lange Schanze, die wie gemacht ist für die Jahrgänge 2004 und 2005. Auf der zum Teil aus Schnee und zum Teil aus Keramik bestehenden Anlaufspur duellieren sich im Vergleich zu den anderen JTFU und JTFP-Wettkämpfen nur 5 Bundesländer. In 2 Durchgängen kämpfen Mädchen und Jungen gegeneinander um die beste Weite und die perfekte Landung. Und wir dürfen mit Stolz sagen, dass wir hier den besten Skisprung-Nachwuchs von Deutschland am Start haben. Also bessere haben wir nicht. Wir sind stolz, dass wir die hier haben. Und wir hoffen natürlich jetzt auch mit den Ergebnissen von Falun, mit den Goldmedaillen, wo wir in allen Disziplinen gewonnen haben, dass wir da die nächsten Weltmeister sichten können. Ja, und um den oder die Beste herauszubekommen, dienen diese Kameras. Zusammen mit den auf der Strecke platzierten Kampfrichtern bilden sie ein zentimetergenaues Messverfahren. Bereits nach wenigen Sekunden ist klar, wer ist hier wie weit gesprungen. Also wir stellen die Kameras ein, dann werden die Linien eingezeichnet. Also man sieht ja an den Ästen auch, die da drin sind, wo wir die Linien haben können, an denen orientieren wir uns. Und wenn der Springer landet, dann kann der Computer genau sagen, an der Position, wo er halt steht, das ist jetzt die gemessene Weite. Computer hin oder her, am Ende kommt es auf die eigene Leistung an und da waren am ersten Wettkampftag vor allem diese drei Herren ganz vorn dabei. Platz 1 sicherte sich Tristan Sommerfeld vor Yannick Feist und Lukas Mach. Das ist ein cooles Gefühl, hier zu gewinnen. Und mein Team hat mich ganz sehr unterstützt. Das war richtig schön. Wir hatten natürlich uns einen guten Platz erhofft, aber dass wir natürlich gleich einen Erstplatz abräumen, damit haben wir nicht gerechnet. Das ist natürlich schon eine sehr schöne Sache. Skispringen, eine Sportart mit junger Geschichte, bei Jugend trainiert für Olympia. Doch bei diesen Bildern kaum noch wegzudenken.